Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einer neuen Folge von Die Sims 2 Schwarze Witwe Challenge. Ja, Jessica hatte in der letzten Folge nicht so viel Glück mit ihrem Auserwählten Adrian, was das Telefonieren betraf zwar schon, aber kommen wollte er partout nicht, auch wenn wir ihn schon relativ hoch haben. Also sind wir dann aus lauter Frust in den Waldpark gefahren, haben hier den Ad, wie heißt du? Abraham Wagner uns angelächelt, angezwinkert, wie auch immer. Und die beiden, also zumindest die obere Leiste, ist schon bei 100%. Wir haben schon ein Herzchen. Und damit uns der nicht gleich wieder verloren geht, habe ich gesagt, so, wir machen Nägel mit Köpfen. Wir machen jetzt ein Date und das wollen wir auch. Sie möchte mit ihm spielen, ihm einen schmutzigen Witz erzählen und mit ihm reden. Ja, das können wir gerne alles machen. Wir können mal über Hobbys reden. Magst du eigentlich die Natur? Wie stehst du zur Oh, Natur? tell me mal, Erzähle mal. ma. Wie interessant findest du Ich die? Und dann können wir mal einen Witz nabla erzählen nochmal. Ist zwar kein di. schmutziger, aber egal. Und kitzeln können wir dich auch Nabla nochmal. Oh ja, er mag auch die Blätter. Das ist schon mal sehr schön, wenn wir was gemeinsam haben. Was wünscht er sich denn eigentlich? Er hat auch Laufbahn Romantik. Eieieiei, das kann heiß werden. Stehblues wünscht er sich schon. Direkt mit ihr flirten will er, mit ihr tanzen will er und mit ihr spielen. Okay, einen Wunsch kann ich dir ja schon mal erfüllen. Hallo, wer bist denn du? Ja, toll. Ach, das ist herrlich. Wir können dich auch noch mal bewundern. Können wir mit dir... Ey, hallo. Nein, 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 nein. Ach, den Typ habe ich wieder ganz außer Acht gelassen. Ey, hallo, bleib mal da. Ich will Stehblues mit dir tanzen. Ja, komm noch mal von dem bisschen Wiese da runter, dann geht das auch. Oh, Mädel, hierhin. Kannst du... Ehrlich, es ist immer so kompliziert. Geh jetzt mal einfach dahin. So, gut. Und jetzt gibt's ein Stehblus und du lässt das leckere Hotdog-Dings da in Ruhe. Auf, dreh dich mal um. Das müsste doch klappen, oder? Immer noch nicht. Ey, sag mal, was ist denn das hier für ein Kackweg? Okay, dann flirte einfach mit ihm. Na, mach noch mal eine zweideutige. Ja. Da kommen wir nicht weiter, weil da irgendeine Steigung ist. Ich hasse gestiegene Grundstücke. Ach, könnt ihr nicht Grundstücke einfach gerade und flach bauen? Da käme man wenigstens vorwärts. Ich nehme den sonst mit ins Taxi, ehrlich. Für die Sachen geht's dann wieder. Gut, was ein Glück. Wir haben heute auch noch nicht gegraben, Mensch. Können wir denn mal machen? Umarmen nur freundschaftlich? Ach, was willst du denn jetzt wieder? Stopp mal kurz. Ich muss gucken. Schmutzigen Witz geht noch nicht mit ihm tanzen. Ja, ich kann doch hier nicht mit ihm tanzen. Das ist doch das Blöde. In Rücken kraulen. Oh ja, warte mal. Du, ihr von Jessica. Ja, das können wir machen. Und küssen willst du es auch direkt. Und umarmen. Na gut. Gucken wir mal, ob da was geht. Rücken kraulen geht auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt nicht wieder die Probleme habt, wie stelle ich mich hin? Wo kann ich lang? Ja. Könnten ja auch hier nochmal den Stehblus. Das sieht eigentlich relativ gerade aus, wo sie jetzt stehen. Vielleicht klappt es ja da ein bisschen. Komm, probiert nochmal. Ah, jetzt scheint es zu funktionieren. Yeah. Ja, komm, mein Süßer. Yeah. Mein Spiel hängt schon wieder irgendwie ein bisschen. Ah, das war's schon. Okay. Wertschätzen, bewundern, flirten. Wir können ja mal schmeicheln, umarmen, romantisch und dann küssen wir ihn auch mal. Wie wäre es mit zärtlich? Ah, ja. Ah, ich möchte dich mit nach Hause nehmen. Können wir das nicht machen, Mensch? Darum geht's ja auch. Da tanzen, fragen. Ah, nee, das geht noch nicht. Dann redet noch mal ein bisschen und was kannst du sonst noch reden? Über Interessen vielleicht noch, das ist auch nie verkehrt.
noch mal Rückenkraulen rumschmusen willst du schon. Oi, eng mit ihr anfreunden. Na, das scheint zu laufen, Leute. Ja, du willst ihm auch noch mal einen Rückenkraulen. Okay, dann machen wir das. Oh, aufmuntern. Warum müssen wir den denn aufmuntern, um Himmels Willen? Und dann kraulen wir den noch mal den Rücken. Und umarmen dich noch mal romantisch. Und können wir dich jetzt dann mehr küssen? Vielleicht mal auf den Arm küssen. Keine Ahnung. Ich würde dich am liebsten mit nach Hause nehmen, verdammt. Warum kriege ich diese Option hier nicht? Normal geht das immer. Aber wahrscheinlich, weil wir hier bitten. Na, was war das? Nein, was habe ich jetzt gemacht? Hallo? Nach Hause bringen. Ja, das könnten wir machen. Vielleicht. Vielleicht geht das. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan. Ja, jetzt haben wir keinen Fisch geangelt und gar nichts. Und keine Sachen ausgegraben. Aber ich denke auch mal, das hier ist ein bisschen wichtiger. Ach, Mann, er hat schon solche Wünsche. Und ich mache mir... Jessica macht sich gleich in die Hose. Ich sehe das noch kommen, Leute. Ich sehe das noch kommen. Wie gut kennt ihr zwei euch denn jetzt? Auf 26 haben wir da unten. Er ist auch noch nicht die Welt. Ja. Kann ich dich bei mir noch zum Essen einladen? Sag mal, hast du Lust? Wollen wir zu mir nach Hause? Ja? Ja? Bringst du mich heim? Machst du dann was? Ja, wir gehen an die Dings, okay? Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Es fängt eh an zu regnen. Da sollten wir das lieber nach drinnen bei mir ins gemütliche Häuschen verlegen. Haben wir mehr von. Ich hoffe, sie wird jetzt auf dem Weg dahin. Oh, und hier gibt es eine böse Hexe. Nicht wieder von irgendwem abgelenkt. Ja, genau. Verschwinde du mal. Die hat uns wahrscheinlich den Regen hergezaubert. Hm? Gut, und dann können wir... Oh, und die Kakerlaken. Ja, es ist eklig. Komm, dann küsse ihn doch nochmal. Oh, ja, romantisch. Jetzt geht mehr. Bleibst du da? Nein, nicht auf Toilette gehen. Toilette gehen ist jetzt verboten. Wenn du dir in die Hose machst, ist mir auch egal. Ganz ernsthaft, Leute. Ich kann nicht mehr. Nein. Erzähl ihm bitte einen schmutzigen Witz. Komm, wieder her. Wir warten aufs Taxi. Da ist es doch schon. Guck. Da kannst du jetzt mit ihm heimfahren. Und ja. Komm mit, mein Süßer. Ja, komm. Nicht so lang. Mach hin. Ich bin so nervös, Leute. Ich hoffe, der kommt jetzt wirklich mit. Und dann können wir sie auf Toilette schicken. Und weiß der Geier, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ein kleines bisschen ist ja noch, ne? Was habe ich jetzt gemacht? Achso, wegen dem... Hä? Was war das eben? Also, irgendwie hakt's hier ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Ich habe Angst. Nicht, dass mir hier was abstürzt oder so. Ach ja, und ich bemerke gerade, ich habe mir die nächste Zeit, wann wieder Stopp ist, nicht aufgeschrieben. Aber gut. Ich kann ja rechnen. Das sind dann ja... haben wir noch gut ein paar Minuten. Ja, ja. So ungefähr. Gut. Müsste hinhauen. So, und da sind wir wieder. Es ist wieder hellichter Tag. Seid ihr noch da? Seid ihr noch im Date? Ist er da? Er ist da. Jawohl. So, warte mal. Aber bitte noch mal schnell küssen. Küssen. Ganz wichtig. Küss ihn wenigstens mal flüchtig. Das Telefon lässt dir jetzt mal bitte ganz außer Acht. Und dann, bevor irgendwas passiert, gehst du mir schnell mal auf Toilette. Nee, nicht hier hingehen, dann benutzen, bitte. Aber erst küssen. Dass er weiß, du hast ihn nicht vergessen über die Fahrt, ne? Komm schon mal rein, nimm Platz, hol dir was, guck dir was im Fernsehen an, hol dir ein Glas Wasser oder was auch immer. Komm rein. So, und wenn wir da fertig sind, müssen wir natürlich auch noch Hände waschen. Und ja, vielleicht findest du da was zum Essen. Ach stimmt, unser Müsli steht ja noch hier rum. Guten Appetit. Ich hab's nicht weggeräumt, Leute. Ich hab's nicht weggeräumt. Der kommt doch nie wieder zum Essen, oder? Seins ist aber noch nicht am Müffeln. Nur der Rest, er hat sich's schnell genug geschnappt. Okay. Na, wenigstens kann er dann nicht an Dings sterben. Hallo, du wolltest ans Telefon. Geh doch mal. Und beeil dich. Du hast Gäste. Oh nee, den kennen wir nicht, den wollen wir nicht. Geh fort.
Warte mal, du kannst mal schnell das aufräumen, abspülen. Keine Ahnung. Bäh, ist ja fürchterlich. hast du auch schon wieder Hunger oder bist du jetzt erstmal so weit? Oh ja, sie muss ins Bett. Hier, wir flirten nochmal, streicheln. Ganz dringend hier, hallo, huhu. Bleib da, bleib da, bleib da. Wollen wir ihn direkt einziehen lassen? Ich würde ja am liebsten sagen, hier, du ziehst schon mal ein. Bleib doch mal hier. Hallo, küssen, eng umschlungen. Das muss sein. Mach dich, er sitzt da und will Fernsehen gucken. Nee, 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 Fernsehen gucken kannst du später. Hast du ein Telefon? Das möchte ich jetzt wissen. Ich habe Angst, sonst geht er uns wieder flöten. Wenn er kein Telefon hat, kriege ich den vielleicht so schnell nicht wieder. Möchtest du einziehen? Ich würde dich am liebsten einziehen lassen, Junge. Komm mal her, du. Willst du hier einziehen? Vorschlag? Vorschlag? Einziehen. Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen. Leute, der muss hier einziehen. Ich brauche endlich einen Typen. Wir brauchen Geld. Ich hoffe, der hat keine Frau. Nein, das will er noch nicht. Ach, schade. Ja, da war ich wieder zu voreilig. Hätte ich mir ja denken können. Aber egal. Macht nichts, dann tun wir einfach nochmal nochmal eine zweideutige Anspielung machen. Dann können wir dich auch nochmal kitzeln. Dann knutschen wir dich nochmal ab, eng umschlungen. Und dann können wir das Date beenden. Dann haben wir wenigstens ein super tolles Date gehabt, bevor sie da umfällt in Ohnmacht und so. Und dann hoffen wir einfach, dass der Typ doch ein Telefon hat und ich den irgendwie kriegen kann. Weil er ist halt erst auf 36, da zieht der nicht ein, ist klar. Ja, du kannst ja gleich ins Bett. Und dann machen wir Date beenden. Wo ist denn das Ding da? Den beenden dann. War ganz toll mit dir, ja. Oh wow, genau. Ja. Wir hatten ein traumhaftes Date und mehr wollen wir nicht. Gibt es noch einen Abschiedskuss oder was? Oder wie? Was haben wir da jetzt? Romantisch küssen, küssen und was? Aua, friss ihn auf, ja. Dann verabschiede dich auch noch. Okay, verabschiede dich. Tschüss. Danke, das war ein schöner Tag. Aber ich muss jetzt ins Bett. Hilft alles nix. Und ab in die Haya. Mitten am Tag sind wir erstmal im Bett verschwunden. Es geht ihr zwar wieder ein bisschen besser, aber ich denke mal, ein bisschen Schlaf nachholen schadet auch nicht. Wir müssen uns ja noch ums ganze andere Zeug kümmern. Wir müssen noch zweimal graben, das können wir aber auch machen. Ihr könnt mir mal eine Meinung dazu schreiben, wie ihr den so findet und ob wir ihn dann halt doch als ersten Typen hier haben wollen. Stopp, 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 stopp. Ah, nee, hör mal auf, komm. Da bimmelt ein Telefon, dann schnappt das mal. Oh, wir haben Blümchen gekriegt, das ist fein. Wir haben Blümchen bekommen, das ist schön. Übrigens, zu den Blümchen, eine gute Frage. Man kann die natürlich aufheben, hinstellen, im Inventar behalten, wie auch immer. Dürfen wir unsere Blümchen auch verkaufen? Gibt zwar nicht viel, aber es gibt ein bisschen was dafür. Das wäre noch eine Frage. Hi, ich bin Manuela. Da Abraham sich letztens so gut mit dir amüsiert hat, wollte ich dich fragen, ob du Lust hast, mit in die Downtown zu gehen. Jetzt? Nee, jetzt nicht. Tut mir leid. Ach, das ist aber schade. Hoffentlich lernen wir uns bald mal kennen. Wenn du die Frau vom Abraham bist, bestimmt nicht. So, Ja, also wie gesagt, schreibt mir mal eure Meinung, ob wir solche Geschenke, die wir bekommen durch die Dates, ob wir die verkaufen dürfen. Egal, ob jetzt Blümchen oder auch was anderes. Das wäre mal ganz wichtig zu wissen. Und ja, ansonsten wollte ich jetzt hier irgendwas noch? Nee, ich glaube, ich wollte mich ganz schnell mal hier wieder um den Garten kümmern. Macht das mal und dann müssen wir noch buddeln. Und ja. Und dann können wir uns immer noch was zu essen machen und Hygiene und weiß der Geier was. Ach ja, ich könnte mir fast denken, dass diese Manuela... Halt! Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, wie die hieß mit Nachnamen. Warte mal, haben wir die hier drin, diese Manuela? Da. Ah nee, die heißt Breitz oder sowas in der Richtung. Warum ist die so blau hinten dran? Wieso habe ich die schon auf 30? Okay... Ich muss das ja nicht verstehen, ne? Halt, 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 nicht so schnell, nicht so schnell. Nein, nein, nein. Oh Gott, ich komme ja gar nicht hinterher. Gießen musste sie gerade alle nicht, okay. Dann tu bitte erst noch hier graben, nach Schatz graben. Darfst du sogar zweimal machen,
Weil wir haben ja heute noch nicht. Ah, und wer hat das gemacht? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mist! Da müssen wir nämlich ganz dolle aufpassen, falls uns irgendwer erwischt, gesehen hat oder wie auch immer. Ach, dein war ja schon noch. Ja. Was hat er gekriegt? Ein Knochen, okay. Und dann wieder auffüllen das Ganze. Und gucken, was noch kommt. Nee. Schrubber doch mal ein bisschen schneller. Klong hat's gemacht. Das war ein Stein. Ah! Hab ich doch schon am Ton erkannt. Den Stein hab ich doch schon am Ton erkannt. Ja, und wir kriegen Sauberkeitspunkte. Tonne aufheben, aufräumen. Ich hoffe, wir haben noch keine Kakerlakis hier. Ich sehe nichts. Komm, wenn du schon dabei bist, kannst du hier auch gerade auffüllen. Irgendwelche Kakis zu sehen? Nee, ne? Nicht. Ich sehe nichts, nee. Habu! Okay, dann kannst du mal ansehen und dann kannst du hier duschen gehen. So. Das ist alles gut. Ja, also, sie möchte auf jeden Fall eng mit Abraham anfreunden. Ach, das habe ich vergessen zu testen. Stopp! Ja, Abraham, hallo. Hatte er eben angerufen? Wir müssen gucken. Hat der ein Telefon? Ah, Jessica, nie hätte ich auch nur zu träumen gewagt von einer solch süßen Maus. Als Erinnerung an die schönen Stunden mit dir schenke ich dir diesen Strauß. Ja, und da haben wir ihn auch direkt. Na, ruf mal an. Annehmen. Ja! Leute, er hat keinen Haushalt. Yippie! Und er hat ein Telefon. Doppel-Yippie! Yes! Und wir haben... 23 Uhr, egal. Wir plaudern, wir bedanken uns kurz für den Blumenstrauß. Wir sind nicht böse, wir wollten uns nur ganz schnell noch für den tollen Blumenstrauß bedanken. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Abraham, ich kann dich einladen. Du bist das erste Opfer. Ich sag das jetzt mal so. Wir haben unser erstes Opfer schon mal. Ha, wir müssen ihn jetzt nur noch hochkriegen, dass er dann irgendwann hier einzieht. Ja, prima, ich bin begeistert. Oh, toll. Aber wenn der jetzt einen eigenen... Hat er das mit dem eigenen Möbelgeschäft, wo wir Prozente kriegen können? Ich glaube doch, ne? Dann müssen wir mal gucken. Dann hat er keinen regulären Job, sondern arbeitet irgendwo in einem Geschäft. Müssen wir mal schauen, wie wir das geregelt kriegen. Weil solange die ja noch nicht, ne? Die müssen ja auch dann erst heiraten und alles. Und dann müssen wir ja mit den Nächsten wieder weitermachen. Also er hat ja dann noch ein paar Tage, in der er ein bisschen Geld ran schaffen kann. In denen er Geld ranschaffen kann. Ich rede auch wieder Stumpfsinn. Aber gut, yes, ich bin happy, ich bin happy. Hätte ich ja ganz vergessen jetzt vor lauter die Überprüfung, ob der gute Mann telefonisch erreichbar ist. Ach so, ja, und die Blumen packe ich schon mal ins Inventar. Wie gesagt, da warte ich auf eure Kommentare, ob wir so Sachen verkaufen dürfen oder nicht, weil es sind ja Geschenke. Ne? Genau genommen sind es Sachen, die wir geschenkt bekommen. Und mit Geschenken darf man ja eigentlich bekanntlich machen, was man will. Und wenn man halt nun mal kein Geld hat, im Notfall muss man sie verkaufen. Klar, wir können die jetzt auch hier erstmal hinstellen, damit sie noch ein bisschen hübscher aussieht. Werden wir auch tun. Aber ich muss hier keine, was weiß ich, 10, 12, 50 Blumensträuße sammeln. Eigentlich. Aber gut, das überlasse ich euch. Dürft ihr entscheiden. So, und ich sollte mal ein bisschen spulen irgendwie, ne? Vielleicht hat sie dann auch noch mal Hunger. Ja, irgendwas essen könntest du auch noch, ne? Ah, komm, dann mach dir so einen TV-Snack noch mal. Der sah ja ganz lecker aus. Und dann gucken wir mal. Dann kannst du auch danach wieder ins Bett. Ha, Leute, ich freue mich, ich freue mich. Es kann losgehen hier. Den ersten haben wir an der Angel. Yeah. Und der ist ja auch begeistert von ihr, ne? Schön nachgucken. Guck schön bitte da rein. Guckst du da rein? Bitte, bitte. Ja, danke, danke. Ja, und dann mal gucken, wenn wir dann den ersten Mann haben und auch verheiratet sind, das muss man natürlich auch erstmal sein, welche Art ich dann versuche, ihn um die Ecke zu bringen. Ja, bin ich mal gespannt. Da muss ich gucken. Das wird wahrscheinlich situationsabhängig dann auch sein, teilweise. Was halt vielleicht auch gerade gut passt und klappt und, weil das ist natürlich auch so ein Punkt, dieses, ja, die Herren dann irgendwie ihrem Schicksal zuzuführen, dauert ja mal bekanntlich auch nicht gerade nur 5 Minuten. Das kann eine längere Geschichte sein.
Also mal schauen, ne? Aber ich freue mich. Ich freue mich, dass wir endlich einen Mann am Haken haben, mit dem wir auch was anfangen können. Und nicht so Heinis, die ja, irgendwie nie Lust auf uns haben. Freut mich, freut mich. So, oh ja, und meine Zeit sagt, dass er eigentlich auch schon rum ist. Okay, dann warte mal kurz, Mäuschen. Wenn du da so schön stehst, kann ich ein hübsches Foto von dir machen. Hallo. Ja, sie guckt schon ganz. Guck mal, das Gesicht hier. Die ist schon ganz begeistert. Ah, ich habe den ersten an der Angel. Yeah. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt aber auch mit diesem Bild von euch. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten wieder und mal gucken, wie es dann weitergeht, ne? Bis dahin, macht's gut. Tschüss.